zusammen, hier ist Anne. Vielen Dank, dass ihr wieder zu meiner Jahreszeiten-Videoreihe eingeschaltet habt. Dieses Mal erzähle ich euch, was ich im Herbst aus Japan vermisse. Das Video zum Herbst ist für mich persönlich das schwierigste von den 5 Videos, die ich jetzt geplant habe. Das liegt unter anderem daran, dass ich den Herbst in Japan selbst gar nicht so viel wahrgenommen habe. Ich bin ja erst Ende September in Japan angekommen und ja, ich war dann während dem Herbst auch noch 2 Wochen krank und am Ende meines Auslandsjahres bin ich auch schon Anfang September wieder nach Deutschland zurückgeflogen. Das heißt, so viel vom Herbst habe ich gar nicht erlebt, aber die Eindrücke, die ich mitnehmen konnte, waren sehr prägnant und wir fangen direkt an mit Punkt Nummer 1. Die Würdigung der Herbstzeit. Genau wie der Frühling wird der Herbst bei uns ja auch oft als Übergangsjahreszeit bezeichnet. Und ich finde, dieses Wort hat einen gewissen Unterton, als würden diese beiden Jahreszeiten gar keine vollwertigen Jahreszeiten sein. Der Frühling kommt bei uns dabei noch ganz gut weg, aber dem Herbst geht's leider nicht so. Obwohl ich den Herbst in Japan nicht so viel erlebt habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass Herbst in Japan was ganz anderes ist. Und ganz lange konnte ich dieses Gefühl auch nicht so wirklich beschreiben, bis ich einen Blogartikel zum Thema Herbst von der lieben Elisa auf ihrem Blog Japanliebe gelesen habe. Den Blogartikel verlinke ich euch auch mal in der Videobeschreibung. Elisa hat das in Worte gefasst, was ich schon so lange vorher gefühlt habe. In Deutschland gerät der Herbst sehr schnell in Vergessenheit und wird regelrecht von Lebkuchen und der Weihnachtszeit verdrängt. In Japan hingegen erhält der Herbst genügend Raum, um eben gewöhnlich zu werden. Die Japaner sind sehr stolz auf ihre 4 Jahreszeiten und alle 4 Jahreszeiten erhalten eben genau die gleiche Würdigung. Es gibt auch dieses Wort Übergangsjahreszeiten nicht und dadurch kommt eben auch der Herbst nicht zu kurz. Und genau diese Würdigung der Herbstzeit, sage ich jetzt mal, ist das, was ich irgendwie vermisse. Herbstlaub. Die einen nennen es Koyo, die anderen nennen es Momiji, aber am Ende haben beide Wörter die gleichen Kanji und bedeuten beide rotes Laub. Soweit ich das verstanden habe, bezieht sich Momiji explizit auf das rote Laub des japanischen Ahorns, während Koyo eher so ein generelles Wort ist für das Färben der Blätter. Aber kommen wir mal weg von der Sprache hin zu der Tatsache, dass ich finde, dass Herbstlaub in Japan einfach 1000-mal schöner aussieht als in Deutschland. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass es in Japan mehr rotes Herbstlaub gibt als so gelbbraunes wie bei uns. Es kann aber auch einfach an der Tatsache liegen, dass ich im Herbst krank war und mir nicht ganz so viel Herbstlaub anschauen konnte, wie ich das eigentlich geplant hatte und deswegen die Rarität irgendwie so eine Art Cheerleader-Effekt hat oder sowas. Aber wir müssen festhalten, Herbstlaub ist in Japan genauso ein Besuchermagnet wie Kirschblüten. Mittlerweile gibt es sogar auch so Vorhersagekarten für Herbstlaub, wann wo das Laub am schönsten ist, so wie es das ja eben auch für die Kirschblüten gibt. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie gehört, dass jemand in Deutschland irgendwo hinfährt, weil da das Herbstlaub explizit schön sein soll. Die Temperaturen. Ich habe es schon im Video zum Frühling gesagt, aber es gilt auch für den Herbst. Die Temperaturen in den Übergangsjahreszeiten sind in Japan einfach sehr viel milder. Natürlich ist es im Herbst nicht ganz so sommerlich warm, wie es im Frühling teilweise schon ist, aber es ist trotzdem super angenehm. In Deutschland wird der Herbst ja oft sehr schnell sehr kalt, nass und grau. In Japan hingegen ist das Wetter noch so angenehm, dass der Herbst auch oft als eine der besten Reisezeiten neben dem Frühling empfohlen wird, da es eben weder zu warm, zu kalt und noch zu nass ist. Süßkartoffeln. Wenn man diversen Reiseratgebern, Blogartikeln oder auch YouTube-Videos Glauben schenkt, dann gibt es im Herbst ja so viele spezifische Dinge zu essen, die man unbedingt probiert haben muss. Da ich aber erst im Herbst in Japan damals angekommen bin, habe ich das Ganze gar nicht so wahrgenommen, weil für mich einfach alles an Essen irgendwie neu und spannend war. Aber ein herbsttypischer Snack hat tatsächlich mein Herz erobert, und zwar die Süßkartoffel. Egal ob gebacken, als Yakiimo, kandiert oder als eine Art Pommes, ich habe das alles so geliebt. Das Wichtige dabei ist aber, dass das nicht die orangenen Süßkartoffeln sind, die man bei uns ja mittlerweile auch oft im Supermarkt findet, sondern eben, dass es die mit der rötlichen Schale sind, die innen drin so gelb sind. Die habe ich hier irgendwie noch nie irgendwo zu kaufen bekommen. Ich würde tatsächlich gerne so viele Gerichte damit ausprobieren und kochen, aber ich finde immer nur die orangenen oder maximal vielleicht noch die lilanen Süßkartoffeln
und die mag ich beide einfach so gar nicht, weil die schmecken für mich mega nach Möhren und gekochte Möhren sind für mich einfach der Todfeind, was Essen angeht. Und deswegen vermisse ich die gelben Süßkartoffeln einfach mega. Vor allen Dingen diese Pommes-Dinger, die es oft an so Matsudi-artigen Ständen gibt, bei Schreien oder sowas. Wir nähern uns so langsam dem Ende der ersten Runde dieser Videoreihe. Es fehlt jetzt nur noch der Winter. Ich hoffe, ich bleibe mit dem Winter genauso pünktlich wie jetzt mit diesem Video. Ich verlinke euch hier nochmal die ganze Playlist der Videoreihe und hier könnt ihr abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.